Wir haben es also mit Fanatikern zu tun, höre ich hier mal raus. Wir kommen zurück zu Darkness, wenn man merkt. Ich habe irgendwie ganz. Wenn ich live was aufnehme, vergesse ich immer die Begrüßung. Bruder, der Gral wird sie halten. Sobald wir alles haben. Was haben die denn da an der Schulter? Bruder Victor hat den Gral gefunden. Der Gral war verloren, doch Victor hat die ganze Welt durchsucht, jahrelang. Er gehört der Bruderschaft und mit ihm werden wir die Welt vor uns zittern lassen. Die haben auch so Schulterdinger. Was soll das? Öffne die Tür und ich frag ihn persönlich. Sünde produziert die Essenz der Finsternis, die uns Kraft verleiht. Und Sünde ist profitabel. Ja, klingt eindeutig übel. Irgendwas stimmt hier nicht. Naja. Wie lange ist denn der Lüftungsschacht? Vor allen Dingen. Lüftungsschächte sind in allen Filmen, die sind aber so riesengroß. Verschwinde hier. Oh, es speichert ab, wahrscheinlich werde ich sterben. Warte noch kurz. Geh näher ran. Ich will wissen, womit ich es zu tun habe. Mit Vergnügen. Ist das nicht genug für dich? Die hatten gerade noch so ein komisches Ding um den Hals rum. Guck mal, die haben lustige leuchtende Tattoos gemalt. Achso, ich kann Leute nur finishen, wenn ich sie von hinten anfalle. Wer der Finsternis dient, gibt sich der Illusion hin, etwas wert zu sein. Nein, er dient einem höheren Zweck. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Der Finsternis kann nicht überleben, meines. Macht das viel Ereignis. Da unten ist tatsächlich recht viel Licht, ne? Oh, wo kommt das ganze Blut her? War ich das? Oh, das war ich nicht. Oh, guck mal, die haben auch diese lustigen Kisten. Das war übrigens nicht ich. Jeder fährt zur Hölle. Das ist das Schöne daran. Ich will unbedingt in die Hölle fahren. Diese Stimmen waren. Die Stimmen kenne ich auf jeden Fall als Overlord, die sie da verwenden. Das scheinen irgendwie die zweite Klasse Voice-Aktoren zu sein, die du nimmst, wenn die. Da, der Sicherungskasten an der Wand. Erstmal den Typen hier schnappen. Was haben die denn da um den Hals? Ich hab auch so ein Leuchtending jetzt. Aber was vom Gesicht haben die, glaube ich, auch noch. Also, die sind irgendwie. Ich weiß ja auch nicht, also. Irgendwie komisch, oder? So, kann ich das einfach jetzt zugreifen? Achso, jetzt muss ich wieder mal aus Ding. Ja! Ah. Alle Handlungen in deinem Leben sind bedeutungslos fürs Universum. Vor allem. Schon besser. Hände! So, und jetzt? Achso. Weil der ganze Weg nur, um dieses eine Licht auszuschalten. So, guten Tag. Ich kann doch eigentlich schleichen, oder nicht? Da bin ich. Hast du mich vermisst? Na los, suchen wir die Männer, die es auf mich abgesehen haben. Ich habe einen Mannequin-Kopf. Ich könnte tatsächlich schleichen, wie erfolgreich das wohl wäre. Was, der eine Spieler bricht den Tempel aus der... Stimmt, jetzt wo es saß? Guck mal, die haben hier so richtige Riot-Shields. Ja. Guck mal, die Schönes. UMP? Also, der setzt das andere Ding. Okay, gut, das ist das. Abgesägte Schrot sind die. Oh. Wer zur Hölle seid ihr, Typen? Ah, das ist ja interessant. Einen Schritt weiter. Host? Host. Die suchen anscheinend die Finsternis. Was ist denn das hier? Talent kaufen? Achso. Ich meine eigentlich die komische Kanone, die da liegt. Das können wir uns eigentlich was leisten. Wir haben Essenz 1600. Wir könnten eigentlich richtig was kaufen. Nein, verflucht. Warum auch immer die Tasten auf N und M liegen. Warte mal hier. Kilo, um zusätzliche Munition zu kriegen. Ja, nee, hier, Dings hier. Das Ding gut. Was haben wir hier noch? Pump Action? Nee, hier. Großes Magazin klingt irgendwie gut. Hier, das hier. Zwei haben Explosivgeschosse. Der Fliegenschwamm. Ja, Kession. Flinge, du da. Oh, 1000 Cent eigentlich. Was ist das hier für ein Dingens? So. Ja, nee, ach so, das ist wie so ein Schutzschild, die Dinger. Das ist quasi wie so ein Schutzschild, was die Typen da haben. Na, das jetzt da ist der Träger! Ja, das bewahrt die quasi jetzt vor allem. Das bewahrt die. Och, wenn auch nichts mehr sieht bei mir. Halte dich vom Licht! Ein Finsterling zu dir! Da drüben! Ein Finsterling! Ein Finsterling? Finsterling. Was? Finsterling angefangen? Mach sein Gesicht kaputt!
Der nicht. Oh. Den. Ich hab im Dunkeln an. Warte mal, hier. Gib mir Munition. Jawohl. Ja, mehr. Nach der Essenz der Finsternis führt. Nom. Munition. Schön. Probieren wir mal die UMP aus. Die müsste ja nicht halbwegs genau sein, oder? Das ist eigentlich eine, Jetzt kann ich zwei mitnehmen. Nee. So. Stimmt, der Templer ist ja gut drin. So. Achso, ja, das ist... Achso, hier muss ich jetzt seitlich... Schieß alle Lichter aus! Ja. Alle Lichter ausschieben. Was ist das an Munition kostet, von Blase? Boah, was ist hier so dunkel? Ich finde das Licht ausschießen gar nicht so gut. Der Wirt ist in dem Raum! Bei meinem Leben, ein Fensterleben. Mehr. Erschieß ihn. Es ist jetzt so dunkel. Er hat mich geschnitten. Dunkel. So gefällt mir das. Leg vor. Frag mich mal, habe ich hier so leicht? Ich kann nicht glücklich sterben. Ich habe endlich einen Finsterling gesehen. Großartig. Scheiße, das brennt. Licht aus. Auf und das Licht aus. Du bist so kalt. Ja. Ihr macht euch minimal unbeliebt bei mir mit euren schummischen Taschenlampen hier. Ich hab einen gefunden. Wie viele von denen gibt es? Ja, nicht viele. Ich spawn immer nur einen nach. Ich hab keine Angst. Du meine Schreckende voll von mir. Niemand da. Es ist der eine. Jetzt bin ich hier schnell. Festgenagelt. Du bist ja, ihr seid ja nicht festgenagelt. Ihr habt ja immer noch den Waffenvorteil, wirklich. Das ist alles Lüge! Fick dich! Nimm das, Estacado! Oh, der kann. Du warst in seinem Bruder! Ich sehe nur Licht! Er sieht nur Licht, großartig. Weiß ich nicht. Achso, wenn die sterben, sehen die das Licht. Das meint ihr mit. Er wird das ganze Licht ausknipsen und danach geben, den du jemals gefangen hast! Aber der Pistole ist nicht so leicht zu töten. Das dauert ganz schön lange. Also. Was? Ist da jemand? Ich nehme den Schmerz an. Ja, mach mal. Die Macht der Finsternis. Oh. Mund zu Finsternis. Was tust du, Finsterling? Was tut der Finsterling? Der Revolver ist auch ganz cool eigentlich. Ist meine Pistole despawned? Oh, echt jetzt? Das ist ja nervig. Da bin ich nicht einverstanden, wenn eine Pistole despawnt. Ich benutze diese eine Waffenfähigkeit viel zu selten. Was? Wie laufen diese Typen mit Kinder eigentlich in Call of Duty rum und nicht mit sowas? Dein Gesicht wird nicht mehr so hübsch sein, wenn ich mit dir. Das ist mein Ende. Was stehen die hier rum? Weiß ich nicht. Es dauert halt Zeit, durch die Landschaft zu latschen. Wo ist denn hier der Generator? Steht wieder im Nebenraum. Das ist ganz schön weit weg, der Generator, ne? Weil ich das, wenn die Lampen nicht zerschießen kann, das ist so lächerlich. Weg vom Licht! Spür das Licht in der Falle! Scheiße! Das Licht Gottes scheint! Das ist ein Ende! Weg von dem Licht! Das Licht Gottes scheint auf ihn! Angriff! Ach so! So vorhersehbar! Den Gral bereit machen! Ach so, ich konnte das gar nicht gewinnen! Ich würde gerade wundern, warum es immer heller geworden ist. Eine Frechheit. Schön die Falle gelaufen. Nett. Was, du kannst ein Auto sein? Was soll das werden? Er ist wach. Gut. Er muss sich konzentrieren. Da hinten hängt die Nutter, das ist ja schön. Er fühlt sich klebrig an. Ich mag das. Kümmere dich um deine Aufgaben, Bruder. Ist der Transfer abgeschlossen, haben wir, was wir wollten. Du musst mir glauben, Jackie. Ich wünschte wirklich, dass es einen anderen Weg gäbe. Wir alle müssen schwere Entscheidungen treffen. Das ist deine. Du bist also der Pisser, der im Restaurant angegriffen hat, was? Sei ruhig und schweig. Wattenkrieg an der Backe. Hör einfach zu. Du hast etwas, das lange verschollen war. Etwas, das nicht dir gehört. Entscheide dich, es zurückzugeben. Was mit dir passiert, ist nebensächlich. Für mich zählt nur das eine. Ich will die Finsternis. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Natürlich nicht. Aber Tatsache ist, du bist unvorsichtig. Und viel zu viele Kriminelle in der Stadt glauben, dass ein Dämon in dir haust. Im Restaurant wollten wir testen, dass du der neue Wirt der Finsternis bist. Du hast bestanden. Wir wollen sie zurück. Ich spüre, wie du dich da drin bewegst. Wirst du nervös? Wofür haben sie denn du bist zu dumm, um der Finsternis den Respekt zu zollen, den sie verdient, Jackie. Sie bevorzugt die Gesellschaft eines Narren, den sie kontrollieren kann, und verabscheut den Anblick eines intelligenten Mannes, der sie kontrollieren kann. Ich frage dich nur einmal. Wirst du mir die Finsternis aus freien Stücken überlassen? Wieso nimmst du sie dir nicht einfach, wenn du schon so ein Scheiß-Genie bist? Würdest du nicht nur Speisekarten lesen, wüsstest du, dass es Regeln gibt. Der Wirt muss die Finsternis freiwillig aufgeben. Ich werde dir wohl bei der Entscheidung helfen müssen. Aha. Mr. Peefish, wären Sie so gütig? Schau hin, Schönling. Das wird ein eigener Snuff-Film. Aha. Die Finsternis hat dich den Mord an deiner Freundin mit ansehen lassen. Dein erster bedeutungsvoller Akt als ihr Wirt war die Unterwerfung. Sieh's ein, Jackie. Du wirst die Finsternis nie kontrollieren, niemals. Gib sie an Leute zurück, die das können. Der Strom der Essenz der Finsternis verrät mir, dass du bereits darüber nachdenkst, sie aufzugeben. Mal sehen, ob wir dir diese Entscheidung noch leichter machen können. Mr. Bragg. So, das war deine Freundin, Jackie. Blasen mit Lippenpiercing kommt bestimmt gut. Was ist los? Ohne Kopf geht Blasen nicht mehr so gut, was? Er ist ja. Kennen wir ihn? Jackie! Oh, Jackie! Verdammt, der ganze Ort hier wird überrannt! Gib nicht nach, Jackie! Noch haben sie uns nicht übermannt! Halt's Maul! Das ist ein gutes Bild! Ihr werdet in der ganzen Stadt angegriffen. Wir haben die Mittel und den Willen, diese Organisation in die Knie zu zwingen. Und innerhalb von Minuten kontrollieren wir dein Zuhause. Also denk schnell, Jackie. Hier geht es nicht mehr nur um dich. Entscheide dich. Links oder rechts? Wer die opfern? Frank opfern? Ah komm, Frank. Jackie, gib nicht nach! Das ist nicht deine Schuld. Wie melodramatisch. Hat Jenny das nicht auch gesagt, kurz bevor du ihr Gehirn am Fenster aufklatschen sahst, Jackie? Jackie, mein Gott, du hättest ihn retten können. Du hättest ihn verdammt doch mal retten können. Ach Gott, dadurch wird er eh noch. Es war die falsche Entscheidung, den Geist aus der Flasche zu lassen, Jackie. Für die Finsternis bist du nur eine Marionette aus Haut und Knochen. Letzte Chance. Gibst du mir die Finsternis aus freien Stücken? Leck mich. Dann eben nicht aus freien Stücken. Ich versuche dir zu helfen. Aber wenn du zu dumm bist, das zu erkennen, verhandle ich eben in einer Sprache, die du verstehst. Mr. Bragg, töten sie alle im Haus. Und reißen sie der alten Dame die Arme aus. Nett. Hey, ich könnte hier noch ganz andere Sachen abreißen. Na, was meinst du, Jackie? Du hast Jenny verloren, weil du die Finsternis nicht kontrollieren konntest. Und jetzt wirst du alles verlieren, was dir wichtig ist, weil du nicht vernünftig genug bist, um deine Grenzen zu erkennen. Schlag ihm die Zähne aus. Einen nach dem anderen. Hält der lustig aus. Weiß ich, wie lange das noch andauert? Jackie! Du musst widerstehen! Oh. Achso, dafür war das Kreuz da. Gut, dass es genau gerade rangeschafft wurde. Als wir gerade gekommen sind. Machen wir jetzt hier einfach nur das Licht auf? Jackie! Schütze! Die Finsternis! Niemals! Ich bin fertig mit dir! Sie dürfen mich nicht kriegen! Leck mich! Ich bin nicht länger deine Marionette! Du wirst mir gehorchen! Gib mir einen guten Grund! Wow. Man hat's noch was an. Und Softgummi haben sie ihr zugestanden. Jenny! Ihre Seele gehört mir. Gehorche mir. Jenny. Jenny ist tot, du Idiot. Konzentrieren! Gib mir die Finsternis, oder deine teure Tante Sarah ist Wurmfutter.
Ich kann nicht. Ich habe keine Wahl, ich muss den Gral benutzen, Mr. Beavish. Die Binderituale sind fast vorbereitet. Nicht mehr lang. Gut, halten Sie ihn in Schach. Er soll so schwach wie möglich sein, wenn das Ritual beginnt. Nett. Wiederspiel! Wiederspiel! Er ist frei! Der Wirt hat sich befreit! Oh, der ist tot. Der gute Mr. Peebles. Estacano! Töte das Licht! Peebles, der Gral! Raus und die verdammte Tür zu! Verflucht! Ich wollte dir einen Ausweg bieten, Jackie. Sag nicht, du hättest keine Wahl gehabt. Das hast du dir selbst eingebrockt. Und du hast es deiner Familie eingebrockt. Ich habe nur versucht, dir zu helfen. Paul! Du stirbst nicht, Jackie. Die Finsternis lässt das nicht zu. Aber wenn du rauskommst, wird deine Tante ausgeweidet und entbeint sein. Und du hast nichts gewonnen. Denk darüber nach, wie hilflos du bist. Denn das nächste Mal frag ich nicht so nett. Fackelt das Gebäude ab! Nett. Großartig. Na gut. Heißt, wir haben nicht mehr besonders viel Grund, am Leben zu bleiben, oder? Wir sind wieder durchgeheilt. Juhu! Der Gral für Jenny. 700 Essenz, reicht das 5? Was auch? Guck mal hier. Raumschrauber? Oh. Ach, wir haben ihn mit dem Kopf fest. Essenz. Wir haben ihn mit dem Kopf festgenagelt. Das ist ja auch nicht so die feine englische Art. So, für 1000 können wir bestimmt noch was Tolles kaufen, oder? Wie zum Beispiel. Du hättest mehr Munition, wenn dein Gegner mit dir wollt. Das, was war denn das hier gewesen? Achso. Ich hätte einen Dämonenschild haben können? Na gut. Egal. So. Hauptsache ich kann Munition nachliefern. So, habe ich irgendeine Waffe bei? Nee, leider nicht. Nehme an, ich werde bald sterben. Ich hätte gerne eine Waffe, Freunde. Oh. Verflucht. Ja, gut, schlecht. Ungünstig, sag ich mal. Oh. Hey, hier neben. Ah. Neben so, ja. Nee, ich glaube, hier geht's nicht weiter. Halte dich vom Licht fern! Ja, sorry, hier brennt alles. Es ist sehr schwierig, sich vom Licht fernzuhalten, wenn die ganze Bude brennt. Also wirklich. Hat er nicht wisst noch ein Herz, was ich fressen kann? Das wäre sehr praktisch. Guck mal hier. Kann ich nicht wissen, Herzen sammeln? Also wirklich. Okay. Soll ich denn jetzt lang? Soll er eigentlich hoch oder nicht? Hä? Ich glaube, ich bin zu doof für dieses Spiel. Oh, hi Horn. Oh Mann. Was? Venus hängt auch mit ab? Oh. Aber diese Briten. Naja. Ich mach dich fertig, Wirt! Scheiße, ich bin getroffen! Warum? Das ist nicht das. Ich werde nicht. Ihr könnt ruhig mal. Was haben wir denn da? Ich werde von beiden Seiten beschossen! Du wirst überhaupt nicht beschossen, also wirklich. Wer behauptet denn bitte schon, dass er beschossen wird, also wirklich? Beschossen, also wirklich. Der Träger der Finsternis! Nein! Süß, den Angriff, den ich bisher so. Vor allem, was ist denn los mit denen? Die haben das Gebäude abgefuckt, aber die Hälfte von denen sind noch hier? Der Wirt ist hier! Der Wirt, der anscheinend gerade Luftmangel hat. Naja. Vom Dach müssten wir doch eigentlich locker flockig runterspringen können, oder? Wenn wir erstmal irgendwie einmal draußen sind. Ja, anscheinend. Ich hab sie! Hey, Butch! Hier oben! Scheiße, Jackie, wir dachten, du wärst erledigt. Ich weiß! Ich muss! Sie haben das Haus! Sie werden alle töten! Wir brauchen die Anzug. Scheiße! Triff mich dort! Ich suche einen Weg nach unten! Als ob wir nicht einfach runterspringen können! Wenn wir nicht einfach irgendeine. Den Kral! Ihr macht uns ganz! Halt's Maul! Sie weint, Jackie. Jenny blutet deinetwegen. Kommen wir da ran. Es ist der eine. Jetzt geht's ab. Was haben die da denn? Was soll dieser Wahnsinn? Wie lange kann ich den Typ mal nicht festhalten? Okay.
Komm ich denn da hoch? Oh, eine Leiche. Ich könnte doch bestimmt. Hier? Also, machen wir ein bisschen Ärger. Besonders viel Sidetracking erlaubt das Spiel nicht. Was ist das? Achso, ich sollte da wahrscheinlich einfach hingreifen, oder? Warte mal. Achso. Das war der Plan. Ich dachte, ich musste was da hinspringen. Was? Sind Halloween-USB-Sticks? Ganz sicher? Ja, ja, bestimmt. So, warte mal, wir sind aber eigentlich. Bring ihn mir! Oder sie brennt in der Hölle! Es ist der eine! Cool! Diese Macht war nicht für dich bestimmt in der falschen Liga! Pussy! So, das meine ich mit, das ist. Guck mal, das Ding hat überhaupt keine Reichweite. Also. Hört, ich höre die Finsternis. Nein! Es ist vorbei. Fuck, ich wollte gar nicht. Ich will mehr! Ich hatte gehofft, heute jemanden zu töten. Aha. Ich will mehr! Bleib weg von mir, dreckiger Abschaum! Nein! Oh. Endlich mal eine Waffe hier. Warum? Scheiße! Warum? Das ist gut ausgerüstet. Tja, da. Warum? Fragt er auch noch, wirklich. Ist das denn eine saudämliche Frage? Aber eigentlich. Eigentlich. Ich hab ihn gefunden! Ein weiterer. Warum lag er sich unsere Brüder? Warum? Er wird mir gehören! Scheiße! Oh, ich bin tot. Na gut, lass das für heute. Tschüss!